Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei uns, wo es um das Thema smartes, vernetztes Bauen geht, also bei Smartest Home. Ich habe jetzt mal ein Thema rausgesucht für euch, was immer wieder nachgefragt wird, wo wir auch schon viel gebracht haben. Das ist das Thema Wärmepumpen mit KNX, ein Vergleich. Und wenn man da jetzt so unbedarft an den Markt rangeht und sich überhaupt nicht informiert, dann stellt man da fest, also es ist unüberschaubar, was es gibt. Und es ist auch recht neblig, ne? Also der Nebel versperrt die Sicht. Und da möchte ich jetzt mal ein bisschen den Nebel beiseite schieben und für euch die Sicht klar machen. Also, wie schaut das Ganze aus, wenn ich jetzt ein Gebäude, ein Haus neu baue? Wir gehen jetzt mal vom klassischen Einfamilienhaus aus. Dann brauche ich eine Heizung. Die Heizung wird in der Regel eine Wärmepumpe sein. Ne? Und die Wärmepumpe, da gibt es ja diese drei Arten. Wir haben also die Wasser-Wasser-Wärmepumpe, die Sohle-Wasser-Wärmepumpe und die Luftwasser-Wärmepumpe. Ich glaube, ich habe schon sehr viel dazu gesagt, dass die Luftwasser-Wärmepumpe die am meisten verbaute in Deutschland ist. In Süddeutschland haben wir dann häufiger auch so die Sohle, Wasser und die Wasser-Wasser-Wärmepumpen. Also ich brauche dann das Grundwasser oder ich muss dann Sohleschlangen im Erdreich verlegen. Also so die Grundlagen, das könnt ihr bei uns alles mal schauen. Worauf es mir heute ankommt, Vergleich, Kaufberatung. Was würde ich kaufen? Ich habe dann mir so mal ein bisschen die BAFA-Unterlagen angeschaut. Haben wir auch schon einen Beitrag darüber gemacht. Und ich habe mich mit dem Thema Schnittstelle zu KNX beschäftigt. Also das ist ja letztendlich unser tagtägliches Thema. Da muss ich euch sagen, es bessert sich langsam so die Lage am Markt und man muss trotzdem noch ganz genau hinschauen. Ich fange jetzt mal an, die besten Wasser-Wasser-Wärmepumpen in Bezug auf Energieeffizienz. Also diesen COP-Wert und gleichzeitig gibt es damit eine KNX-Anbindung oder gibt es keine. Ob wir das brauchen oder nicht, komme ich gleich später dazu. Also zum ersten Mal, woran mache ich es überhaupt fest, welche Wärmepumpe ich brauche? Ganz wesentlich, was habe ich überhaupt für eine Heizlast in dem ganzen Gebäude? Ne? Habe ich da jetzt 5, 6 kW, 10 kW, je nachdem, ne, wie groß das Gebäude ist, wie viel Quadratmeter das hat. Ihr könnt ja mal schauen, ich habe auch schon mal einen Beitrag gemacht, 3000 Watt im 150 Quadratmeter Haus. Ne? Da gibt es auch schon einen Beitrag. So, aber jetzt halten wir mal an der Wärmepumpe fest. Ich komme jetzt mal dazu, was überhaupt entscheidend ist bei der Wärmepumpe. Das ist zum einen der COP-Wert. Warum ist der so entscheidend? Dieser Coefficient of Performance. Der ist deshalb so entscheidend, weil der bestimmt eure Betriebskosten. Das sind die Stromkosten. Eine Wärmepumpe braucht zum Antrieb des Kompressors brauche ich Strom. Ne, damit ich dann aus der Luft, aus dem Erdreich oder aus dem Grundwasser mir die Wärme entziehen kann, ne, und auf ein höheres Niveau pumpen kann. Ich brauche Strom. Und dann wieder der Grundwert, das habe ich euch auch schon mal alles gezeigt. Wenn ich zum Beispiel einen COP-Wert von 6 habe, das heißt also mit einem Kilowatt Antriebsleistung kriege ich dann 6 Kilowatt Heizleistung. Leistung, ne? Also das ist dann die Heizenergie in Kilowattstunden, also wenn man das pro Zeiteinheit nimmt. So, und jetzt ist ganz entscheidend, dass ihr euch eine Wärmepumpe raussucht, ob das jetzt eine Wasser-Wasser-, Sohle-Wasser- oder Luftwasser-Wärmepumpe ist, die einen möglichst hohen COP-Wert hat. Weil die Wärmepumpe wird wahrscheinlich bei euch 20 Jahre, 30 Jahre im Einsatz sein. Und da könnt ihr mal durchrechnen, was das für einen riesen Unterschied macht. Ne? Ob ich jetzt eine Wärmepumpe habe mit einem COP-Wert von 4 oder ich sage mal fast von 7 habe. Ganz wesentlich noch, neben dem COP-Wert, ist, dass sie inverter gesteuert ist, dass sie geregelt ist, also dass ich eine Leistungsregelung habe bei so einer Wärmepumpe. Ich komme gleich zu den einzelnen Typen. Ist die nicht leistungsgeregelt, schaltet die immer ein und aus und ein und aus, ist die Lebensdauer natürlich deutlich eingeschränkt.
Gibt es aber kaum noch diese konstant geregelten, beziehungsweise die Konstantleistungswärmepumpen. Ich kenne die noch aus den Anfangszeiten von Smart Home oder KNX Smart Home. Würde ich heute nicht mehr kaufen. Also ich würde auf jeden Fall eine invertergeregelte Wärmepumpe mir kaufen. So, jetzt kommen wir mal zu den Wasser-Wasser-Wärmepumpen. Ich blende euch mal ein, was eigentlich da heute so möglich ist. Also einerseits immer die erste Frage, wo COP möglichst hoch, ne? Also diese Coefficient of Performance. Und die zweite Frage ist, KNX ja, nein, kann ich es anbinden an meine Gebäudesystemtechnik, an meine Gebäudeautomatisierung? Den besten Wert am Markt hat jetzt momentan die Hoval Ultrasource Kompakt Wasser-Wasser-Wärmepumpe. Ne? Also die sind ja so bei 6,77, also die sind fast schon bei 7, muss man sagen. Ne? Aus einem kW kriege ich 7 kW Heizleistung, ist also schon sehr, sehr gut. Die gibt es dann mit integrierten Warmwasserspeicher mit 200 Liter. Und das sind jetzt Angaben, die ihr auch in diesen BAFA-Unterlagen mal nachschauen könnt, weil die BAFA-Unterlagen sind immer ganz wichtig, dass ihr auch diese Förderung, diesen BAFA-Zuschuss oder also dann diesen KfW-Kredit beantragen könnt. Ne? Also beim Hausbau ganz entscheidend. Also Hoval an der Spitze, also Hoval aus Liechtenstein. Dann gibt es aus Österreich die IDMs, ne? Also IDM, E-Pump T313 habe ich jetzt mal hier. Die liegt auch bei 6,77, ne, bei diesem COP. Bei Hoval müsst ihr gucken, habe ich eine KNX-Anbindung? Ist überall, machen die Hersteller da immer noch, tun sich total schwer, muss man sagen, um die Daten dann überall als Datenpunkte rauszugeben. Also Hoval hat das, IDM hat das, dann gibt es die KNV-Energietechnik, diese Topline-Wärmepumpen sind ein bisschen drunter mit 6,6. COP, die haben auch eine Schnittstelle zu KNX raus. Ihr müsst natürlich immer bedenken, dass man das dann alles extra bezahlt. Ne? Ich habe dann so Zusatzhardware, wo schnell 600 bis 1000 Euro oben drauf kommen. Stelle ich wirklich in den Raum? Brauche ich das? Möchte ich wirklich die Wärmepumpe jetzt? Vielleicht will ich eine Kühlfunktion, Heizkühlfunktion, Umschaltung. Das will ich vielleicht über den Bus machen. Brauche ich das überhaupt? Weil es ist einfach mehr Aufwand. Ne? Und ich finde auch für so eine kleine Platine mit ein paar Datenpunkten nochmal 1000 Euro obendrauf in dieses überhaupt komplexe Bauvorhaben, was man meistens hat, muss man überlegen, ob das für euch entscheidend ist. Ich habe auch mal einen Beitrag gemacht, also brauche ich überhaupt eine Schnittstelle zur Wärmepumpe? Ne? Also brauche ich das überhaupt oder lässt man die nicht einfach da im Technikraum und dauernd durchlaufen und Außentemperatur gesteuert und Einzelraumregelung und fertig ist es. Ne? Das müsst ihr entscheiden. Ich habe jetzt nur noch mal hier, mir geht es um diese COP-Werte. Ne? Also da haben wir jetzt die Hoval, die IDM, die KNV Energietechnik. Und dann geht es schon ein bisschen weiter runter. Da gibt es die Firma Mastertherm, die bieten dann ein COP, also die bieten Wärmepumpen, Wasser-Wasser-Wärmepumpen mit der Aquamaster an. Die haben einen COP-Wert von 6,1. Ne? Also ist auch noch nicht, ist auch gut. Und dann gibt es noch Wolf und Tecalor. Ne? Also das sind so die Wasser-Wasser-Wärmepumpen, die ich auch für diejenigen unter euch, die würde ich empfehlen, wenn ihr das Thema Smart Home, voll vernetztes Smart Home mit KNX, wenn ihr das in Angriff nehmt. Ne? So, das waren die Wasser-Wasser-Wärmepumpen. Jetzt komme ich mal zu den Luft-Wasser-Wärmepumpen. Ihr wisst, ich bin kein so großer Freund von diesen Systemen. Die Luftwasserwärmepumpen haben sich deutlich verbessert am Markt. Ne? Das wissen wir alle. Aber der COP-Wert, wenn man bei einer Wasser-Wasser-Wärmepumpe davon ausgeht, dass man bei 6,7, 6,8 in einem Top-Bereich ist, ne, dann sieht es einfach bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe, bin ich bei 4. Ne. Ich habe jetzt mal den Wert, nicht den Bestwert genommen, sondern diesen mittleren Wert. Ne. Die wird ja bei minus 7 Grad, bei 0, 2 Grad und bei 10 Grad, was auch immer, Außentemperatur, wird ja die Luftwärmepumpe angegeben. Da gibt es ja auch dann diesen SCOP-Wert, wie auch immer, also diesen seasonal, also diesen jahreszeitlichen Wert. Ich
gehe einfach mal aus meiner Erfahrung aus und wo die Luftwärmepumpen wirklich liegen. Und da gibt es auch so von Howal wieder, muss ich sagen, also ganz tolle Wärmepumpen, bisschen teurer aus Liechtenstein, gibt es die Bellaria Pro Kompakt und die liegt dann so bei 4,58, ne? Also so bei 0 Grad, 2 Grad Außentemperatur. Ne? Also ich muss ja die Luft, ich entziehe ja der Luft die Wärme. Es ist kein Geheimnis für euch, dass wenn gerade bei der Luftwärmepumpe, wenn ich die in kalten Regionen einsetze, wie hier bei uns im Alpenrand, ne? Also München und Region, Voralpenland, Oberbayern, da sind es schon mal schnell im Winter minus 15, minus 20 Grad. Da muss man sagen, da dreht sich der Zähler ganz schön dann. Ne? Also da müsst ihr extrem Energiekosten zum Heizen damit rechnen. Deshalb, ich würde immer, wenn es auch geht, eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe oder eine Solewasser-Wärmepumpe einsetzen. Auch wenn die initial vielleicht ein bisschen mehr kostet oder ein bisschen mehr Aufwand bedeutet. Zurück zu den Luftwasser-Wärmepumpen. Die meisten sind so bei, ich habe jetzt diesen 0,2 Grad Wert genommen, bei 4,5 COP-Wert, zwischen 4 und 4,5. Ne? So, wer bietet da eine KNX-Schnittstelle? Da haben wir wieder Howal, da haben wir IDM, ne? Dann haben wir den Wolf, den Weiland. Und da muss ich sagen, dann ist es auch schon vorbei mit den empfehlenswerten Wärmepumpen, die für Smart Home empfehlenswert sind, die auf der anderen Seite auch förderfähig sind und die eine KNX-Schnittstelle bieten. Die KNX-Schnittstelle musst du immer extra bezahlen. Also immer überlegen, ist es mir wert? Brauche ich das? Will ich das? Also ich würde es, habe ich wie gesagt, wiederhole mich in dem Beitrag schon gesagt, ich würde es nicht unbedingt empfehlen, ne, dass man da an der Heizungsanlage rumstellt. Ja, was gibt es noch zu sagen? Also entscheidend bei einer Wärmepumpe der COP-Wert. Ne, das sind die Energiekosten, die ihr bezahlt. Was ich hier an Werten euch durchgegeben habe, sind Herstellerangaben bzw. Top-Werte. Ne? Also das bezieht sich auch immer wieder auf die 35 Grad Vorlauftemperatur der Heizung, ne, bei einer Wasser-Wasser-Wärmepumpe. Wenn ihr dann mit höheren Temperaturen arbeitet, sinkt natürlich auch dieser Coefficient of Performance. Ja, das ist klar. Und das sinkt am stärksten, wenn ich da eine Luftwasserwärmepumpe habe, die jetzt in längeren kalten Wintermonaten eingesetzt wird. Ne? Also da kann das sein, dass der COP-Wert schnell mal auf 2 sinkt in der Praxis. Das heißt also, dass ihr für 1 kW oder 1 Kilowattstunde Strom, ne, 2 Kilowattstunden Heizleistung bekommt. Ne? Und im Winter brauche ich da viel davon. Das heißt also, dass ich mit der Luftwasserwärmepumpe hohe Energiekosten habe. Ne? Und meistens ist ja auch in den Monaten noch, wo ich dann mit der Photovoltaikanlage, wenn ihr das auf dem Dach habt, ne, dass ihr dann irgendwie versucht, die meisten Wärmepumpen unterstützen das ja. Ne? Also dieses Power-to-Heat. Nutzung von Photovoltaikstrom. Meistens ist es noch so, dass in diesen Wintermonaten die Sonne natürlich auch ganz schwach ist. Ja, dass wir auch kaum noch da einen Zusatzgewinn haben. So Leute, das war ein Beitrag. Vergleich von Wärmepumpen, Wasser-Wasser und Luft-Wasser im Hinblick auf COP-Wert. Ne? Ganz entscheidend, immer gucken, dass der möglichst hoch ist. Und auf die KNX-Anbindung. Die sehe ich jetzt nicht unbedingt als zwingend, aber es gibt eben doch Leute, die jetzt Sommer, Winter irgendwie umschalten wollen oder Kühlung. Ne? Das ist ja Kühlung. Ne? Im Sommer will ich kühlen, haben vielleicht irgendwie Kühldecken in den Wänden. Ist ja alles möglich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr nochmal so schaut bei uns auf dem Channel, wir haben ja schon viel zu dem Thema gemacht. Da könnt ihr nochmal reinschauen. Und ansonsten, ihr könnt gespannt sein auf die nächsten Beiträge. Da beschäftigen wir uns wieder mit dem KNX Smart Home. Ja? Und da gehen wir auch wieder ein bisschen weiter rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf den Daumen, wenn es euch gefallen hat. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns gerne abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.